Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, den ich hier anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der deutschsprachigen Studiengänge an der Babeș-Bolyai-Universität in Cluj angefertigt habe. Und ja, da durfte ich speziell im Bereich der Informatikstudiengänge an der Fakultät für Mathematik und Informatik mitwirken und kann jetzt aus dem Bereich Informatik, genauer Wirtschaftsinformatik, ein bisschen was erzählen heute über ein Forschungsprojekt, was ich in den letzten, ja, gut 2 Jahren mit einem Praxispartner zusammen und insgesamt circa 20 Studenten durchgeführt habe und dort zum ja, Process Mining was gemacht habe. Und ich möchte jetzt nicht lang und theoretisch erklären, was Process Mining ist und hier Großdefinitionen runterleiern, sondern stattdessen erzähle ich einfach mal so ein bisschen, was wir gemacht haben, weil ich denke, dass das, was wir da gemacht haben, relativ typisch ist, ein relativ typischer Use Case für Process Mining im Einsatz in der Praxis sozusagen. Ja, Process Mining ist zunächst mal vom Ausgangspunkt her beschäftigt mit sogenannten Event Logs oder auch ja, Protokollen. Diese Protokolldateien beinhalten Bearbeitungsschritte, einzelne Bearbeitungsschritte, die mitprotokolliert wurden von der IT, von den IT-Systemen einer Firma oder Verwaltung. Ja, Sie wissen es alle, heute ist das so, wenn Sie am Computer irgendwas machen, wenn Sie irgendwo klicken, dann wird das irgendwo mitprotokolliert und so ist es auch in den meisten großen Firmen. Die IT-Systeme schreiben Daten mit, Buchhaltungsdaten oder eben auch Bearbeitungsdaten, die dann für einen bestimmten, ja, Prozess oder einen bestimmten betrieblichen Ablauf, der da stattfindet in so einer Firma, beispielsweise in die Überprüfung eines Kreditantrags oder in diesem Fall, den wir bearbeitet haben, wir waren es einfach E-Commerce-Vorgänge, also Bestellvorgänge online. Und hier wird einfach mitprotokolliert, wann was passiert und wie Sie es hier in dem kleinen Beispiel sehen. Sind da diese Bearbeitungsschritte erfasst als ja zunächst mal eine Nummer, die ja alle diese Events, die für einen bestimmten Bestellvorgang in dem Fall mitgeschrieben wurden, die diese Events dann auch zusammenhalten, identifizieren, dann eine ja, Beschreibung oder Semantik, was da passiert ist und als dritten Daten als dritte Information in den Datensätzen ein Zeitstempel. Und das ist der Ausgangspunkt fürs Process Mining, solche Daten, die es heute in vielen Unternehmen in großer Menge gibt, einfach weil die Systeme das mitprotokollieren und diese Daten haben wir verarbeitet und haben dafür zunächst mal in einer, ja, länglichen Vorphasen des Projekts diese Daten zunächst einmal ja, aufräumen müssen und diese Daten zunächst einmal auch ja, bereinigen müssen und dafür gesorgt, dass die auch anonymisiert wurden. Also das, selbst dieser kleine Ausschnitt, der hier zu sehen ist, das sind natürlich nicht die 1 zu 1 Live-Daten, sondern wurde an mehreren Stellen, ja, wenn Sie so wollen, ein bisschen an den Daten rummanipuliert, einfach um die Anonymität zu gewährleisten. Da war der Praxispartner auch sehr, sehr empfindlich damit. Unter anderem darf ich Ihnen sagen, dass diese Bestellnummern, die Sie da sehen, nicht die wahren Bestellnummern sind. Da haben wir einfach irgendwelche anderen Nummern vergeben, die eindeutig geblieben sind und der Grund war, dass da unser Praxispartner eben Angst hatte, dass man seine Bestellnummern da erkennen würde. Ja, und so weiter und so weiter. Also das hat man alles gemacht. Die Daten waren von einem Geschäftsquartal
und waren da ungefähr 3 Millionen solche Vorgänge eben drin. Und diese wurden bereinigt und das hat schon, ja, diese Datenbereinigung hat schon doch einen ganz gehörigen Aufwand erzeugt. Genau. Ja, aufgrund dieser Daten ist jetzt das Process Mining oder die im Process Mining eingesetzten Methoden, die sind jetzt in der Lage, aufgrund von solchen Daten Prozessschemata zu konstruieren, die diese Daten sozusagen erzeugen könnten. Das ist also in gewisser Weise ein umgekehrter Weg als den, den man üblicherweise geht. Üblicherweise werden vielleicht manche von Ihnen die Prozessanalysen so kennen, dass ein Beraterteam oder ein Expertenteam eben durch die Fachabteilungen geht, mit den Leuten spricht und dann ja, in der entsprechend gewählten Modellierungsform diese Prozesse manuell eben erstellt. Und das sind ja, relativ hochbezahlte Spezialisten erforderlich, die das machen. Und die müssen sich trotzdem nochmal die Fachleute aus den Abteilungen greifen und mit denen reden, was wieder ein Aufwand ist, weil die natürlich das Ganze ja, auch irgendwann machen müssen, wenn sie nicht was anders arbeiten. Und dann hat man auch festgestellt, dass solche Prozessmodelle ja, aus den unterschiedlichsten Gründen nicht unbedingt das darstellen, was in der Praxis tatsächlich passiert. Und hier genau kommt jetzt der erste große Vorteil zum Tage bei dem Thema Process Mining. Nimmt man nämlich nicht solche Aussagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber, was die machen, sondern man guckt sich anhand der mitgeschriebenen, mitprotokollierten Daten aus den Systemen, guckt man sich einfach an, was tatsächlich passiert ist und konstruiert dann aus diesen Daten ein Prozessmodell. In dem Fall hier, was Sie sehen, wurde mit dem sogenannten Alpha-Algorithmus, genauer gesagt bei uns im Projekt in einer angepassten Version des Alpha-Algorithmus, ein ST-Netz oder wie man auch sagt, ein klassisches Petri-Netz konstruiert. Und diese ja, Konstruktion ist im Prinzip, also dieser Alpha-Algorithmus, die Konstruktionsvorschrift, ist im Prinzip von den Herren van der Aalst, Wijters und Marister im Jahr 2004 vorgeschlagen worden und ist halt algorithmisch umgesetzt inzwischen. Wesentliche Teile davon sind heute auch schon in Open Source Libraries verfügbar. Es gibt eine ganze Menge von solchen Mining-Algorithmen, die aus solchen Process Logs dann Prozesse generieren. Der Alpha-Algorithmus ist ein recht bekannter davon. Und ja, allen diesen Algorithmen gemeinsam ist, dass das Heuristiken sind und dass wir am Ende natürlich ein Prozessmodell haben, was nicht unbedingt das einzige ist und was auch nicht unbedingt eines ist, welches tatsächlich alle Einträge aus dem Event Log sozusagen generieren würde und. Also da gibt es eine ganze Reihe Einschränkungen, aber es ist im Rahmen der getroffenen Annahmen normalerweise ein ziemlich gutes Modell und wir sehen auch, dass der Alpha oder Alpha-Stern-Algorithmus hier iterativ vorgeht und sozusagen, wenn Sie jetzt von links nach rechts gucken, wird das Prozessmodell immer komplexer und diese Komplexitätserhöhung ergibt sich dadurch, dass man ein Abbruchkriterium relaxiert, nämlich das Abbruchkriterium für die Häufigkeit, mit der die einzelnen Bearbeitungsschritte insgesamt passiert sind. Also ganz links sehen Sie eine verzweigungsfreie Sequenz. Hier sind nur die allerhäufigsten Events berücksichtigt und das kann man dann relaxieren und kann die Abbruchschwelle runtersetzen und von links nach rechts wurde die immer weiter runtergesetzt und so werden dann sozusagen immer mehr auch seltenere Prozessabläufe berücksichtigt und man gelangt dann irgendwann bei so einem Modell an. Und
hat dann sich die ganze händische manuelle Tätigkeit erstmal gespart. So, und das ist natürlich nur eine, ja, erste Analyse. Und hier wird eben aus diesem Datenschatz ein Prozessmodell generiert. Jetzt kann man sagen, das ist sicherlich schön und ermöglicht auch schnelle und intuitive Einblicke, und zwar ohne, dass man Prozessanalytiker-Teams da durch die Firma schicken muss. Aber natürlich fragt man sich dann auch am Ende gerade auch, wo der wirtschaftliche Nutzen denn jetzt ist davon. Und jetzt kann man zunächst mal argumentieren, gut, man kann jetzt diese Prozessmodelle nehmen und dann am Modell Verbesserungen oder Veränderungen durchführen und die dann zurück in die Praxis tragen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, den wir gegangen sind in unserer Fallstudie, ist aber jetzt zu fragen, ob man nicht schon nur aufgrund dieser Prozessdateneinträge in irgendeiner Weise bestimmte, ja, Abläufe vorhersagen kann, was mit denen passieren wird, bevor die sozusagen ihr Ende erreicht haben. Und da ist es im Fall dieser Daten, die wir untersucht haben, es waren ja Bestelldaten sozusagen, da ist natürlich die Frage oder eine hochinteressante Frage ist, ob man bei so einem Bestelleingang in dem Moment, wo jemand auf dem Webshop auf Kaufen klickt oder am Telefon dann bestellt, möchte man natürlich als Firma, als Anbieter, möchte man gerne, dass dieser Bestellvorgang möglichst reibungslos durchgeht und am Schluss dazu führt, dass hier eine Ware ausgeliefert wird und eine Zahlung erhalten wird und dass das alles klappt. Und das kann man im Einzelfall nicht so schnell wissen. Sie kennen ja alle das europaweite Rückgaberecht, was man da hat bei Fernabsatz. Das heißt also, die Leute könnten was bestellen und schicken es dann irgendwie nach einer Woche wieder zurück, weil sie doch keine Lust drauf haben. Oder die bestellen was mit einer Kreditkarte, die schon überlastet ist, sind also gar nicht mehr irgendwie kreditwürdig und so weiter und so weiter. Also gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, wie sowas noch schiefgehen kann. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, an welchem Punkt in diesem Prozess kann ich denn da eine Vorhersage treffen, ob das Ganze gut gehen wird oder nicht. Und das war eine Frage, die wir uns auch im Rahmen des Process Minings gestellt haben und haben da dann schon ein paar der, ja, sogenannten künstlichen Intelligenz, Algorithmen eingesetzt, um diese Frage zu untersuchen. Und dafür waren zunächst mal ein paar Vorüberlegungen notwendig. Als allererstes musste man natürlich jeden dieser Prozessdurchläufe klassifizieren, ob der jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich war. Und das haben wir natürlich bei den Prozessen zunächst mal manuell gemacht. Das ist auch keine so große Arbeit. Wir haben in dieser ganzen Prozesslog, in diesen ganzen Prozesslog-Daten hatten wir circa 50 unterschiedliche Prozessschritte und diese 50 kann man sich ohne weiteres in so einem halben Tag mal durchsehen und dann gemeinsam mit den Praxispartnern einfach feststellen, welche sind denn da die erfolgreichen und der Erfolg ergibt sich natürlich aus dem letzten Event, aus so einem Trace sagt man dazu, zu so einem Ablauf durch dieses Prozessschema sagt man Trace und der letzte Event von so einem Trace, wenn der halt lautet, okay, Rechnung gestellt oder sogar Zahlung erhalten, dann ist das ein Erfolg und die allermeisten anderen letzten Events sind eben dann kein Erfolg. Und das war die erste Vorüberlegung. Die zweite Vorüberlegung, wir sind da auch so ein bisschen iterativ vorgegangen, ist dann gewesen, dass es wohl nur mit diesen nackten Prozessdaten schwierig sein dürfte, hier eine Vorhersage zu machen. Wir haben aus dem Grund die Daten, die reinen Prozesslogdaten, die wir eben gesehen haben, haben wir angereichert mit sogenannten Feature-Daten. Feature-Daten sind zum Beispiel, was genau hat der Kunde da bestellt,
welche Marke, welcher Vertriebskanal und so weiter, was war da los? Das sind ja Daten, die wir erst nicht gehabt haben. Sie haben ja gesehen, wir haben da nur eine Bestellnummer im Prinzip, dann einen Bearbeitungsschritt und einen Timestamp, sonst nichts. Und diese Daten wurden eben angereichert durch, ja, zunächst mal weitere Daten aus dem Bestellvorgang, die hat der Praxispartner zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir aber auch aus den bereits vorliegenden reinen nackten Prozessdaten haben wir auch durch ein paar Berechnungen natürlich weitere Daten gewinnen können. Man kann da zum Beispiel aus dem Timestamp den Wochentag ablesen, man kann ablesen die Uhrzeit am Tag, man kann es ausrechnen, wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen zwei solchen aufeinanderfolgenden Bearbeitungsschritten innerhalb einer Bestellung und so weiter und so weiter. Und da haben wir ein paar so Sachen überlegt uns und haben dann insgesamt ja 224 weitere Attributwerte gewonnen und damit sozusagen diese reinen Prozessabläufe weiter angereichert. Und konnten dann mit diesen sozusagen erweiterten oder angereicherten Daten, konnten wir dann ja, die Methode der Random Decision Forests anwenden. Die wurde in Mitte der 1990er Jahre schon beschrieben und gilt als ein ja, klassisches KI-Verfahren. Und hier, ja, was passiert? Man versucht jetzt diese Abläufe zu klassifizieren und das Ganze in einer Art Entscheidungsbaum darzustellen oder sich vorzustellen, sodass wir aufgrund von den einzelnen Schritten durch unseren Entscheidungsbaum relativ früh wissen, an welchem Blatt des Entscheidungsbaums dann einer dieser Prozesse landen wird. Und natürlich wollen wir, dass er möglichst in dem guten Blatt landet, nämlich Rechnung gestellt, Zahlungseingang. Und weil es natürlich eine ganze Reihe von Entscheidungsbäumen gibt und man natürlich diese Entscheidungsbäume und die Art und Weise, wann da wo welche Richtung weitergegangen wird, kann man natürlich relativ umfangreich parametrieren. Und deswegen wird man nicht einen einzigen Baum nehmen, sondern einen Wald. Und zwar mehrere Bäume sind ein Wald. Und diese ganzen Wälder entstehen eben dadurch, dass man bestimmte Parameterkombinationen ausprobiert, systematisch ausprobiert, mittels einem Grid Search. Das haben wir da auch gemacht. Und dann muss man solche Sachen natürlich zunächst mal aufbauen, solche Bäume aufbauen. Die Parameter setzen sich dann eben dadurch, dass man, ja, wir haben es mit 80% der Daten, dadurch, dass man mit 80% der Daten einfach mal dieses Parameter-Tuning vornimmt. Und danach haben wir mit den verbleibenden 20% dieser Daten haben wir geguckt, wie gut dann unser Entscheidungswald, unser Entscheidungsbaum da vorhersagt. Und das war, ja, wie Sie es auch schon auf dem Chart hier lesen, war das eher ein bisschen enttäuschend. Wir haben hier 78,3% Vorhersagegenauigkeit gehabt. Klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Man muss aber dazu sagen, dass hier von vornherein 78,5% aller Bestellvorgänge aus dem Eventlog als erfolgreich gekennzeichnet wurden. Das heißt also, hätte ich immer gesagt, ja, wird erfolgreich zu jedem Einzelnen, dann wäre ich mit 78,5% Trefferquote rausgekommen und wäre mit dieser ja etwas stupiden Technik wäre ich genauer gewesen als unser Self-Calibrating Random Decision Forest AI Algorithmus. Und das ist also schon nicht wirklich so überzeugend, als eigentlich schiefgegangen, kann man sagen. Trotzdem haben wir da was draus lernen können, nämlich auf der Metaebene, wenn Sie so wollen, haben wir hier herausgefunden, dass die diskriminierenden Attribute, die in einem dieser Entscheidungsbäume dann dafür sorgen, dass sich da eine neue Baumebene bildet und unterschieden wird nach bestimmten Kriterien. Diese Kriterien waren äußerst interessant und hier haben wir, wie Sie es an der Tabelle sehen,
zum Beispiel herausgefunden, dass nach unterschiedlichen Vertriebskanälen die Successquote stark unterschiedlich ist. Und vor allem haben wir auch herausgefunden, dass die Uhrzeit, zu der eine Bestellung eingegangen ist, dass die Uhrzeit eine extreme Rolle spielt für die Frage, ob das am Ende ein Erfolg war oder nicht. Das sind natürlich Dinge, die spannend waren und die natürlich auch für unseren Praxispartner dann eine Hilfe waren, um entsprechende Prozesse zu verbessern oder zu verschlanken. Im Rückblick ist es natürlich uns auch klar geworden, warum diese Entscheidungsfelder nicht besonders gut vorhergesagt haben für sich selber. Es ist ja klar, dass wir hier extrem redundante Daten haben. Das ist einerseits gut, nämlich das ist dann gut, wenn man aus diesen vielen Traces ein Prozessmodell konstruieren möchte. Das ist ja per Definition eben eine Abbildung von Abläufen, die immer wieder in gleicher Weise passieren. Für einen Random Decision Forest sind aber solche redundanten Daten jetzt nicht wirklich gut, weil einfach zu viele zu oft kommen und diese Methode an der Stelle verbessert werden könnte, um gerade mit solchen Daten dann im Process Mining Zusammenhang noch besser umzugehen. Gut, wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Methoden auf diese Daten angewandt und ich kann auch nicht alle jetzt in der kurzen Zeit wiedergeben, aber eine weitere kann ich noch drüber sprechen. Wir haben ein Recurrent ANN, also nochmal eine klassische KI-Methode oder AI-Methode drauf losgelassen und haben hier Long Short-Term Memory Artificial Neural Network angesetzt auf die Daten. Dieses Long Short-Term Memory Methode wurde auch in den 1990er Jahren von den Herren Hochreiter und Schmidhuber vorgeschlagen und gilt auch heute als eine der klassischen sogenannten künstlichen Intelligenzmethoden. Auch hier ist es so, dass die Technologie im Grunde über Open Source Libraries, jedenfalls wenn man es so im akademischen Bereich einsetzt, wie wir es gemacht haben, ist es im Grunde alles über Open Source Libraries verfügbar. Und ja, wir haben uns wieder die gleiche Frage gestellt, an dieser Stelle wieder die gleiche Frage gestellt wie vorher auch schon. Kann man denn vorhersagen, ob irgendeiner dieser Bestellvorgänge oder Traces durch die Prozessstruktur, ob der irgendwie successful, erfolgreich enden wird, und zwar schon bevor er am Ende ist, und haben dann angefangen und haben zunächst mal von hinten sozusagen die letzten Prozessschritte weggelassen und dann geguckt, ob unser Long Short-Term Memory ANN hier vorhersagen kann, was dann passieren wird. Und haben festgestellt, das war auch zu erwarten, dass je mehr Prozessschritte am Ende wir weglassen, umso weniger genau dieses LSTM noch vorhersagt, was passiert. Wenn wir nur den letzten Prozessschritt weglassen, sind es 98% Genauigkeit. Lassen wir 6 Prozessschritte weg, sind es noch 97%. Lassen wir schockierende 14 Prozessschritte am Ende weg, sind immer noch 92% Genauigkeit da. Und das klingt jetzt nahezu unglaublich gut und klingt wirklich so gut, dass es eigentlich gar nicht sein kann. Und wir haben natürlich uns nicht einfach nur auf diesen Zahlencruncher verlassen, sondern da auch drüber nachgedacht dann. Und ist tatsächlich so, dass man hier sicherlich noch mal genauer nachgucken müsste, was da tatsächlich passiert ist. Es ist ja, wenn man nämlich noch dazu weiß, das muss man natürlich jetzt dazu sagen, dass hier die Medianlänge von den erfolgreichen Bestellvorgängen aus 12 Events bestand. Also wenn man mit Länge die Anzahl der Bearbeitungsschritte meint, dann waren die Medianlänge eben 12 Events und das 0,75 Quantil bei 13 Events. Und bei No Success waren es 14 respektive 15 Events. Mit anderen Worten, die nicht erfolgreichen Traces waren einfach länger.
Und das haben wir nochmal andersrum dann, hat uns dazu geführt, dass wir das Ganze nochmal andersrum probieren, nämlich nicht die Events von hinten weglassen, sondern von vorne hinzufügen. Und da hat sich dann gezeigt, dass das LSTM unsere Benchmark mit den 78,5% nur erreicht, wenn mindestens die ersten 12 Events sozusagen drin waren. Also man schöpft hier sofort den Verdacht, dass das LSTM halt erkannt hat, dass manche dieser Prozesse einfach länger sind. Ja, damit möchte ich es auch schon bewenden lassen mit den inhaltlichen Aussagen zu diesem super interessanten Projekt. Und ja, eine kleine Zusammenfassung dazu, was man sagen kann, ist, dass diese ja, durch das Mining gewonnenen Informationen auch dann durch den Einsatz dieser AI-Verfahren gewonnenen Informationen natürlich für die Entscheider in diesen Firmen einen wertvollen Input darstellen. Genauso muss man aber auch sagen, dass das im Sinne einer Wissenschaft jetzt natürlich kaum verallgemeinerbar ist, was wir da gemacht haben, denn es ist natürlich in dem konkreten Kontext für diese konkreten Daten einfach ermittelt worden. Und ja, was man als wirklich spannende Forschungsfragen noch offen hat an dieser Stelle noch, ist gut gesagt, also gibt es ganz viele offene Forschungsfragen und ja, zwei davon, die uns besonders interessieren, ist halt die Frage, inwieweit man jetzt diese Prozessmodelle in irgendeiner Weise formal noch besser oder weitergehend beschreiben kann, sodass man danach diese Statistiken, die da letztlich gemacht werden mit den KI-Methoden, dass man diese statistischen Auswertungen irgendwie besser auf Prozessmodelle einsetzen kann. Das ist in den meisten Standardansätzen für Datenanalyse bislang ziemlich out of scope. Da könnte man also sicher spannende Sachen rausfinden und dann natürlich auch wieder in der angewandten Wissenschaft, inwieweit man weitere fortgeschrittene Mining-Methoden eben einsetzen kann, um aus bestehenden Daten Informationen zu gewinnen, die mit anderen Ansätzen oder klassischen Ansätzen womöglich noch nicht gesehen wurden. Und das natürlich immer auch in sehr spezifischer Weise situativ für die jeweilige Situation, für den jeweiligen Datensatz. Ja, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem spannenden Forschungsthema und bei weiterem Interesse nehmen Sie gern Kontakt auf. Bis dahin, Ihr Oliver Skoch.